Es ist Teaser-Zeit. Genau. Und wir stehen an einem besonderen Ort für diesen Teaser. Brandenburger Tor. In Berlin. Und zwar haben wir die 149. Ausgabe von Keine Wochenshow. Und da geht es, wie sollte es anders sein in diesen Tagen? Um den 9. November. Ja, um 30 Jahre Mauerfall. Genau. Und da reisen wir an mehrere Orte, die dafür für uns bedeutend sind, aber auch für andere bedeutend sind. Ne? Ja, genau. Hätten wir eigentlich so Friedrichstraße fahren müssen. Aber eigentlich schon, aber naja. Na ja. Wir, hat die Zeit nicht ausgereicht. Wir erzählen so ein bisschen, wie wir den Mauerfall erlebt haben. Jetzt stellt sich doch glatt die Polizei genau vor das Brandenburger Tor. Aber naja, ist zu ändern. Kann man nicht. Irgendwann ist eigentlich schon sehr, sehr schön. Demokratie durch Kultur stärken. Wir machen Kultur. Wir machen Hochkultur. Ja, wir machen Kultur, Gesellschaftskritik und so. Ne? Schön. Ja. Schöner Spruch. Wir fahren mit euch einmal auf der A111 die Autobahn entlang Richtung die Transitstrecke und zeigen euch, wie das da heute aussieht. Von damals haben wir ja leider keine Bilder, ne? Aber sind auch auf dem Rastplatz in Stolpe, wo ja damals der Grenzübergang war. Die andere Seite, die Westseite, konnten wir nicht, da ist nämlich gesperrt. Also wir waren nur auf der Ostseite. Wir sind in Hohneuendorf an der Grenze zwischen Hohneuendorf und Frohnau. Genau. Und gucken da uns mal ein bisschen um. Wir sind hier am Brandenburger Tor. Ja, inklusive eines Sightseeing. Ja, inklusive eines Gastes, dem wir leider beim Fotografieren nicht helfen können, weil wir ja gerade auf Sendung sind. Ja. Aber wir haben noch ein bisschen was zum Reichstag und zur Mauer an sich noch ein bisschen was drauf. Und ja. Es ist halt eine kleine runde Sendung geworden. Genau. Und wir hoffen, dass ihr da alle zuseht und da auch ein bisschen Spaß dran habt, weil, also ich meine, uns ist es schon sehr wichtig, dieser Tag, 9. November. Du hast ja schon gesagt, bei dir ist es eigentlich der 11. Aber es ist ja doch dieses Datum, das die 11. möglich gemacht hat. Ja, genau. Wollte gerade sagen, viele sind ja wirklich der Tag, wo sie auch nachts dann losgetobt sind, rüber in den Westen, um zu gucken. Aber bei uns, wir waren halt noch ein bisschen klein. Ich glaube, auch familientechnisch hätte es bei mir gar nicht funktioniert. Bei mir war es bedingt, hätte es möglich sein können. Was dann auch nicht gegangen ist. Ja. Dementsprechend hier sind uns die Folgetage halt besonders wichtig, aber ohne diesen 9. November hätte es halt die Sachen nicht gegeben. Genau. Darum wird sich alles drehen in dieser Sonderausgabe von Keine Wochenshow, diese und auch nächste Woche, aber was da nächste Woche ist, erfahrt ihr dann demnächst. Demnächst. Oh, eigentlich sind aufmerksame Fans wissen das ja eh schon. Genau. Gesehen, ne? Ja, genau. Ja, kommentieren, liken, abonnieren. Abonnieren. Und auch, und, ja. Noch? Weiterempfehlen. Weiterempfehlen, ja, gut. Schön finden, gut finden. Wenn nicht gut finden, dann nie mehr gucken und aber auch nie mehr drüber reden. Genau. Können Sie hier nochmal eine Runde fragen? Können mal eine, kennen Sie keine Woche? Kennen Sie keine Ordnung? Eine kleine Reportage. Ich glaube, das Ergebnis wäre niederschmetternd. Ja, genau. Bei unseren reichlichen Abonnenten. Ja, ja, am Sonntag um 11.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal eures Vertrauens, den ihr jetzt sowieso schon abonniert immer wieder hat. Verfolgt und abonniert genau. habt. Genau. Ja. Mit der Klingel, wo ihr merkt. Mit der Klingel. Ja. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was eine Klingel ist, dann solltet ihr nochmal googeln. Ja, in diesem Sinne, alles Gute vom Brandenburger Tor in Berlin und bis demnächst. Tschüssi denn.